Okay, jetzt bin ich glaube ich wieder da. Da ist einfach gerade mal der Stream abgebrochen. Ja, und Terraria und Ja, alles Mögliche. Terraria grundlegender nicht. Ich kann ja immer noch weiter. Kann ich Ich wieder aber einladen, nicht. ne? Lade ich mal wieder ein. Bei mir steht Verbindung mit Dragonwood hergestellt, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ich lade dich mal ein. Man kann so mit Rechtsklick und Spiel betreten. Server gefunden, ja, vielen Dank für diese Info. Das ist ja komisch. Ich glaube, jetzt muss ich meinen Chat auch wieder aktualisieren. Oh, die Follower funktionieren irgendwie auch nicht mehr. Ja, das Wolfram war schon geil, Also ganz merkwürdig. ja. Jetzt hängt's bei Server gefunden. Ich glaube, das ist gerade alles ein bisschen merkwürdig. Oh Gott, da ist irgendwas Fieses. Oh, so ein Sandwurm. Oh Gott. Also ich komme, glaube ich, nicht mehr rein. Bei mir steht Server gefunden, aber er macht nicht weiter. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Probleme. Vielleicht muss ich auch mal kurz aufhören und dann alles neu machen. Oh Gott. Der war gemein. Dann speichere ich einfach mal kurz. Speichern und beenden. Dann mache ich gleich den Server nochmal, aber zuerst mal brauche ich nochmal. Hä? Irgendwas stimmt mit meinem Internet gerade nicht. Ich komme irgendwie auch nicht ins Internet. Ah, jetzt. Nur sehr langsam. Ah, es ist ja sehr merkwürdig. Aber streamen kann ich noch. Ja, das ist, ich glaube, so ein Reset ist für manche Spiele einfach nicht so sinnvoll. Okay, jetzt bin ich wieder drauf. Chat. So, jetzt habe ich den Chat übrigens wieder. An die lieben Leute, die noch da sind. Falls überhaupt noch jemand da ist. Wie sieht's denn aus? Sind noch Leute da? Ja. Zeigt da irgendeine Zuschauerzahl an? Mindestens 8. Ja, tatsächlich. Okay, willkommen zurück, 8 Leute, oder ich bin wieder zurück. Ah ja, guck mal, da, wunderbar. So, tut mir leid, das war irgendwie gerade eben sehr merkwürdig. Hosten spielen. Dragon. Markatat. Ja. So, Passwort. Ah, ich würde sagen, wir machen auch nicht mehr so lang, oder? Nee, würde ich auch sagen. Ich will noch einmal nach links gehen und gucken, was es da so gibt. Und dann können wir eigentlich mal wieder zu unserer tollen Höhle zurück. Nein! Oh, ich bin jetzt wieder am Anfang. Oh, wie dumm. Und die Höhle kommst du nicht rein. Du kommst jetzt hier an die Einladung? Aber jetzt hast du meinen lehrreichen Chatpost verpasst. Wie vielleicht sollte man mal als Zeichen nehmen, aufzuhören. Aber wir sind nicht schlau genug, um auf solche Zeichen zu hören, ja. Wir hätten auch aufhören können, aber ich will dieses rote Pulsieren der Erze noch. Danach können wir aufhören. Ist dann zwar ein bisschen blöd, dass wir dann, naja, noch 5 Minuten machen. Wieso hast du nur 60 Leben? Ich war. Ah, und die liegen dann gespeichert? Oh, hast du das gesehen? Voll die Ente geköpft. So. Ich habe mich gerade gegen so einen Grabkiefer. Ach Gott, was ist das denn? Ansturm. Ja, das ist gerade gar nicht cool, ne? Boah. Nee. Toll. Was? Super. Hä? Aber nach links? Ja, jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt kannst du da hochgehen. Nee, geht nicht. Ja, überflutet einfach das ganze Land. Ja. Das ist eine Wüste, da kann man mal ein bisschen Wasser reinbringen. Was ist das für ein Ding? Ja. Oh Gott, das hält viel aus. Amadillo. Wütender Steppenroller. Dämlicher Steppenroller passt besser. Ich guck mal, wie er jetzt weggeht. Hat gar keinen Bock mehr. Ach Gott. Da hinten ist ein Schleim im Regenschirm. Was? What? Regen? Oh Gott. Oh, Wir das werden war hier. schnell. Ja, wir werden hier komplett überflutet. Oh meine Güte.
Oh, der Baum ist ausge... Oh Gott, da ist wieder so ein verdorbenes Ding. Die Bäume, die wir gepflanzt haben, sind ausgewachsen. Müssen wir gleich mal gucken. Ich habe Glibber gefunden. Du siehst, dass sich das Ding verfolgt. Ist das Wasser in der Wüste eigentlich gelb? Frag mich. Die sind halt stärker geworden, die Schleime. Ja, durch Wasser. Da ist ein fliegender Fisch übrigens. Da ist aber ein fliegender Fisch. Oh Gott, die... Ach nee, das sind die Schleime. Die fliegenden Fische sind auch aggressiv, ne? Ja. Wer hätte gedacht, dass durch ein Regen-Event einfach die Viecher so viel krasser werden? Stimmt. Die Bäume sind ausgewachsen. Au. Ja, das ist ja, was man ausgewachsen versteht bei diesen Mammutviechern, aber... Alles ist aggressiv, ja scheinbar. Regenschirmschlamme sind super. Ja, wie man es nimmt. Oh, weißt du, dieser scheiß Sturm. Wie lange geht das? Wo ist mein Geld? Hast du mein Geld wieder? Schlimme ist, dass es jetzt dunkel ist. Ja, ich habe dein Geld wieder. Okay. Mächtiger Wind. Der Wind schiebt dich herum. Ja, das haben wir gesehen. Ja, man sieht aber gar nichts. Da unten sind zwei Ameisen... Boah, Läufer. Das kannst du so knicken. Ich glaube, wir sollten eher weggehen. Das ist bloß ein Auge. Das ist easy. Von hinten kommt irgendwie ein Zombie. Zwei Zombies? Ja. Ja. Sieht man halt nichts mehr. Ja. Oh Gott, da sind die Wüstenroller wieder. Nein. Das ist so übertrieben. Oh Mann. Sandstürme sind schrecklich, ja, scheinbar. Ich bin weg. Hier. Ich will da aber zu den pulsierenden Ärzten. Oh, hat es aufgehört? Nö. Yes. Man sieht es bloß nicht mehr. So viel zum Ich hoffe, ihr seht mehr als wir. Ja, ihr seht gar nichts, aber wir sehen auch kaum was. Wir sind eigentlich auch nahezu nichts. Ja, ich bin da läuft ein Goldfisch. Ja, es war so klar. Da läuft ein Goldfisch an Land. Silber. Hol sie dir. Ja, ich muss mich erstmal mit zwei Dämonenaugen prügeln. Ah. Ah. Au. Guck mal, der Goldfisch. Solange der Sand stumpf darf. Gar nichts mehr. Das ist ja, ich sehe auch so gut wie nichts. 32 Silber. Das war meine. Ja, wir haben doch so auf die Sachen getauscht. Da sind jetzt zwei Zombies im Wasser, da komme ich jetzt nicht ran. Ich glaube, der eine Zombie hat so eine Regenkappe an. Ja. Das ist voll witzig, dass sie bei solchen Events alle die Skins auch tauschen. Wenn nur der Sandsturm aufhören könnte. Hey, drei Holzpfeile. Ja, ein Regenmantel-Zombie. Witzigerweise kommt er gerade aus der Wüste. Oh! Der Sandsturm geht in die andere Richtung jetzt. Das heißt, wir kommen nie wieder zurück. Ja, aber ich komme zu meinem roten Erz. Und diese Rolldinger sind halt nicht in unserer Nähe. Suzi sah dabei zu, wie dir einige Eingeweide rausgeworfen von der Mondaugen. War das so? Stand da, ja. Ich sehe überhaupt nichts hier. Ah, das sind die Rolldinger. Oh shit, die können dagegen ankommen. Oh, 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 oh. Ich sehe nichts. Oh, wo kommen die denn her? Da sind zwei hinter mir her und ich renne durch den Sandsturm. Heile ich mich jetzt hier? Oh, klar, die sind jetzt nicht mehr schnell genug. Ich hoffe nur, der Wind wechselt jetzt nicht die Richtung. Ansonsten bin ich so gut wie tot. Au, oh, drei sind ein bisschen zu viel. Ah, ne, geht. Yes. So kann man die Dinger erledigen. Camp auch gerade beim... Also bis zum Lagerfeuer ist sicher. Eigentlich. Eigentlich. Ja gut, darüber hinaus dann hat ich... Unten schon ein paar Ameisen. Ja, ich bin tot. Und bis zum Lagerfeuer ist sicher. Eigentlich. Ja, da kommen halt immer mehr Viecher. Was soll ich denn tun? Ja, weißt? Das ist halt die Sache. Ich wollte mich... Oh, das ist ein gefallener Stern. Sehr schön. Ja, eine Nacht zu
kämpfen, ohne zu sterben, ist schon... Oh, zwei Wüstenaugen, Dämonenaugen, Wüstendämonen. Ja, aber ich hoffe mal, dass es einfach am Tag wieder aufhört. Dämonenwüsten. Dämonenwüsten. Das ist halt das Problem, was das... Das kann doch so nicht weitergehen. Oh ja, toll. Ich sehe schon, du hast deinen Spaß. Ich gehe mal weiter. Oh Gott, das ist so ein Roller. Ja, das ist für dich so die allerbeste Idee. Das ist so ein Steppenroller. Oh shit. Da sind drei Steppenroller einfach hier unten. Ja, das kannst du sowas vergessen. Was? Ja, die campen dort unten halt. Was ist das denn? Also doch, Dark Souls. Ja. Jetzt sind die Wüstensteppenroller alle neben mir. Das ist so dumm. Und man sieht aber gar nichts. Au, oh Gott. Perfekte Camp-Position hier. Macht ihnen halt keinen Schaden, aber... Warten sie davon. Das ist eine gute Position. Das ist so dämlich. Aber hey, ich finde die ganze Zeit gefallene Sterne. Viel habe ich davon schon? Vier? Na, okay. Oh, kannst bitte wieder aufhören zu regnen und zu stürmen? Was? Hast du jetzt gehackt? Hm? Was hast du mit Stürmen gesagt? Dass es bitte wieder aufhören kann zu regnen und zu stürmen, das habe ich gesagt. Wurfstern! Die Wurfsterne sind voll scheiße. Ja, 7 Schaden, oh Gott. Wie der Zombie hier auch einfach hochkommt, ne? Ich kann halt springen, ne? Wir brauchen hier oben mal ein Lagerfeuer. Mehr davon. Du machst das Dämonenauge platt. Deine Fackel blockiert es. So. Ich sag jetzt schon mal gute Nacht, bin zu müde zum nächsten Mal. Also bin zu müde, bis zum nächsten Mal. Okay, danke, dass du dabei warst, der Teufel. Wünsche eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Weißt du, wir können natürlich auch nach Hause das ganze Erz einschmelzen und uns fette Schwerter machen, aber nö. Wir müssen hier mit unseren Holzschwertern rumkämpfen. Ich habe halt keine Ahnung, ich habe ein paar Barren gemacht und da kann man keine Schwerter draus craften. Das ist so. Auch am Amboss? Ich weiß nicht, der Amboss schon in meiner Nähe war. Das ist die Sache. Und mit Eisen bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt keine Eisenschwerter. Ja. Ich meine, ja, Wolfram. Blei und Zinn gehabt. Ja. Oh Gott, wo kam das auch? Ich meine, mit dem Wolfschwert. Dein Wolframschwert. Einmal den Gegner geritzt und schon ist er vergiftet. Wieso ist das eigentlich lila, das Ding? Kann es bitte wieder aufhören? Vor allem kann es mal wieder Tag werden. Ja, dass die Nacht einfach so ewig lang dauert, das ist echt so unglaublich. Ich muss leider auch schlafen gehen, hilft nichts. Muss morgen früh mein Auto in die Werkstatt bringen. Vielen Dank für den tollen Stream. Danke, dass du dabei warst, Maxi. Wünsche dir eine gute Nacht. Na. Ciao. Oh Gott. Aber hey, wir haben da unten Glühwürmchen. Einen eingesperrten Zombie. Oh, es wird langsam Tag. Macht aus dem Wolfram mein Schwert. Oh, das Schwert von Sif. Was? Es wird langsam Tag. Mehr Linsen, bitte. Ich habe nur so viele Augen getötet. Ach. Es ist unglaublich. Echt immer noch weiter Gegner. Ich versuche da weiterzukommen. Streber. Was soll ich tun? Ganz nackt auf dem Berg campen wie du? Ja. Ich will mein tolles Erz haben. Dafür habe ich jetzt wie lange? 2-3 Stunden lang gesucht? Ich komme da aber nicht ran an die. Hä? Aber da immer noch was im Weg ist. Au! Oh, Hilfe! War die beste Idee meines Lebens. Hilfe! War die beste Idee meines Lebens. Jetzt ist sie wieder hier, jetzt kann sie wieder schlagen. Nein!
Das regnet halt immer noch, aber es wird langsam wenigstens Tag. Es regnet immer noch und was ist mit langsam Tagen, die sich nicht annähern, dass es Tag wird? Doch, ganz langsam. Man sieht mal wieder was. Oh, und es tut mir übrigens leid, dass ihr jetzt auch nicht seht, aber es, ja, es ist halt Nacht. Sei froh, dass ihr nicht Expert spielt, Dragon. Ja gut, das wäre schon lange vorbei. Wow, was war denn das? Au! Ach, du bist ein Zombie. Ja, noch nicht. Und du bist tot. Nö. Nicht. Sandsturm? Ja, natürlich. In welche? Oh, nee. Oh, kein ja. Sandsturm mehr. Endlich. Wenigstens das weg. Das heißt, die Rolldinger sollten auch weg sein, oder? Scheint so. Wieso regnet es jetzt in der... Wieso regnet es in der Wüste? Gut, ich meine, tut es ab und zu. Ja, aber... Ich meine, Wolfram-Wort in dem Erz ist Wolf, also entsteht das... ja, okay, ich verstehe. Das sind fliegende Fische, die ich angreife. So ziehe ich, würde mir Gedanken machen. Guck mal, da habe ich schon einen Block freigraben wollen, darunter zu kommen. Na, verzack. Jetzt muss ich bloß vor der Libelle aufpassen. Oh nein, da unten ist alles. Alles klingt schon mal gut. Oh, Wurfsteine machen dem Ding. Ja, doch, machen dem Schaden. Ich habe eine Libelle mit Shurikens getötet. Ich will einfach bloß in meine Höhle. Ich will einfach nur in meine Höhle. Ich will einfach nur in meine Höhle. Wie das Ding von mir wegläuft, ne? Die Erleichterung setzt ein, ja, so, oh, endlich. Das Ding, lass mich in Ruhe. Ich bin in meine Höhle. Was zum Geier ist ein Wasserblatt? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist so ein... Fast wie ein Seerosenblatt, aber ist das ein Feind? Nee, man kann es pflanzen. Also, dann hätte ich gesagt, das ist wie ein Seerosenblatt. So, wow. Der Sieg ist mein. Ich bin beim besonderen Erz. Weswegen bin ich vorhin gestorben? Ach, wegen... Nee, ich bin rausge... Ah, genau deswegen. Ich bin ja rausgeschmissen worden. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, so, hä, wieso bin ich denn gestorben? Okay, hier haben wir noch ein bisschen Eisenerz. Ich habe verdammt viel Eisenerz. Also an Erzen habe ich einiges gefunden. Und jetzt kommt das große, die große Spannung. Was ist das für ein Erz? Oh Gott. Kann ich es etwa noch nicht abbauen? Oh, bitte nicht. Weil es wäre so ärgerlich, wenn man das jetzt noch nicht abbauen kann. Es scheint so. Oh, nö. Oh, das ist so ein dämliches, hochleveliges Erz. Wenn die Enttäuschung setzt ein, ja. Hey, ich habe Wurfsterne bekommen. Yay. Kann ich mir unten vielleicht eine Werkbank und eine Schmiede machen und sowas? Oh. Ach, das geht jetzt schon mit 3? Ich dachte, 10 braucht man. Das ist ja interessant. Waren das nicht früher immer 10 Sternschnuppen für einen Mana-Kristall? Ja, das nehme ich. Cool. Wie viel gefallene Sterne hast du? Yes. Gefallene Sterne? Ja, die gelben. Achso, ich glaube, davon hatte ich auch nur 2 oder so. Okay, sobald du 3 hast, kannst du mal in dein Inventar gehen. Dann kannst du Mana-Kristall draus machen. Ja, die sind aber auch noch in der Truhe am Anfang. Bei unserem Lager. Das vermutlich niemals als Lager irgendwie benutzt werden wird noch. Ach doch. Ich mache hier mal so ein Ding, so ein Basiscamp. Sag ich ja. Ich will jetzt das Erz haben. Waren früher 10, okay. Das ist ja krass, dass das so reduziert wurde. Wie gesagt, ich kann das mit 10.
Und was machen Blausterne-Dinger, das aus Gelbsterne-Dinger gemacht wurde? Du siehst jetzt rechts oben, ist Mana. Da habe ich jetzt 2 Sterne. Das ist einfach meine Mana-Leiste. Ich höre schon wieder so ein Ding. So ein Grabwühler. Ja, ich hasse die Dinger. Komm ran. Zeig's wie. Au! Lagerfeuer wäre auch nicht schlecht. Ich habe kein Holz mehr. Ja, okay. Ich habe keine Fackel mehr. Das ist es. Ja. Lagerfeuer. Ich höre dich mit Geiern prügeln. Das ganze Schrott hier. Nein, die Bälle. Kommst du klar? Nein. Oh, das wird kritisch. Okay. Komm einfach zu mir, wenn du nicht klarkommst, ne? Nein, der Schleim. Oh Gott. Hier oben gerne das Lagerfeuer. So. Ich will da nicht nochmal runter. Nie wieder. Oh, was war das da? Ups. Oh, man kann sich Kaktuslampen machen. Ich kann mir auch gleich einfach ein Eisen am Boss machen, oder? Und damit kannst du Zauber wirken. Ja, ich kann Zauber wirken. Es gibt Waffen, die das brauchen. Oh. Zinnbogen. Zinnkurzschwert. Zinnbreitschwert. Zinnhammer. Zinnaxt. Zinnspitzhacke. Geht doch. Was bringen Zinnaxt und Zinnspitzhacke? Also mehr Sachen mit abbauen oder was? Schätze. Vor allem Zinnaxt. Kannst du schnelle Bäume fällen. Und Kakteen. Ja, genau. Er leckt sich einfach mal woanders hin. Suze wurde aus Makarat entfernt von Ameisenlöwenschwarm. großartig. Ja. Ich probier's mal mit der Zinnspitzhacke. Bitte, 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 bitte. Yes, das hört sich gut an, oder? Sag mir nicht, dass ich noch mehr brauche als Zinn. Hä? Noch mehr? Redstone. Was ist das für ein dämliches Zeug? Ich meine, ich baue jetzt schon relativ schnell ab, ja. Aber, hä? Okay, dann mache ich mir halt noch einen längsten Schmelzofen und brate da mein Eisen. Ich habe hier jetzt echt so ein kleines Lager. Also es ist kleines Gut. Hey, da unten waren einfach mal 17 Silber. Okay, ist da wohl jemand gestorben? Offensichtlich. Man braucht Gold oder Platinum. Och, toll. Toll, da hat sich einfach mal so ein Ameisenlöwe direkt an unser Lagerfeuer gesetzt. So, kuschelig. Echt? Erst Gold oder... Pff, ja gut, Gold oder Platin habe ich noch nicht. Wie viel braucht man denn für so eine Waffe? Da sehe ich jetzt gar nicht mehr. Wir können eine Kaktustür machen übrigens. Ein paar Barren brauchen wir definitiv dafür. Ach, das ist ärgerlich. Dass es jetzt nicht geht. Was brauchst du? Eine Kaktus? Nee. Nee, Werkbank. Nee, man kann sich Kaktustüren machen. Nee, ich brauche Gold oder Platin, um das Erz zu bekommen. Aha. Also es ist ein extrem hochleveliges Erz. Offensichtlich. Aber Gold ist doch weicher als Eisen, also sollte es auch mit Eisen gehen. Aber hey, ich habe eine Zinnspitzhacke, die geht jetzt schon mal deutlich schneller durch Sandstein und sowas. Vielleicht ist es auch was das Metall korrodieren lässt, dann ist Gold nicht so anfällig wie Eisen. Wo genau bist du hier? Ich bin hier unten. Links. Ach so. Das ganze Zinn könnte ich eigentlich trotzdem schmelzen. Schmelzen? Schmelzen, ja. Schmelzen. Da ist auch nochmal so eine Libelle drin. Wo ist hier das coole rote Erz? Da unten. Ah ja. Das ist so ein Hypererz, aber wie gesagt, das bekommst du halt erst extrem spät mit Platin. Yes! Nee, nicht so wirklich. So ein bisschen. Was stehen wir denn gerade auf dem?
Ich würde mal sagen, in dem Spiel ist Stunlock King definitiv. Was ist denn hier drin jetzt? Ah, bloß eine Vase mit 10 Leben, toll. Guck, da unten ist mein Basecamp. Es hat fast so viel wie unsere Höhle. Das ist Traurige dran. Kaktus-Gamaschen. Kaktus-Brustpanzer. Kaktus-Helm. Gibt's echt ein Kaktus-Helm? Bitte mach dir eine Kaktus-Rüstung. Kaktus-Schwert. Das hat weniger Schaden als das Schattenholzschwert. Platin und Gold sind nie auf derselben Welt. Entweder hat man Gold und Platin in der Welt verteilt. Oh, okay. Wir haben gar nichts davon. Das wäre ein bisschen traurig. Kaktusstuhl, das klingt gut, ja. Das sollte man sich auf jeden Fall. Kaktusbadewanne ist auch ein schönes Hotel-Deal. Ein Kaktusstuhl. Kerze, Laterne. Was zum Geier? Ein Kochtopf. Ich kann immer nur noch Barren machen. Oh, schwere Werkbank. Wo ist denn der Amboss? Das, oder was? Da, ich steh drauf. Hä, aber ich war eben da dran und ich kann mir nichts machen, oder muss ich mir mehrere Barren erst machen, bevor ich da was bringe? 8 Barren braucht zum Beispiel ein Schwert. Das heißt, 7. Du hast ja auch 8 Barren gemacht, oder wie? Ich hab die im Inventar, ja. Du brauchst das im Inventar, damit du es machen kannst. Achso, das heißt, ich sollte jetzt erstmal ganz viele Barren craften. Aber das Erz braucht man für nichts anderes mehr. Nö, wüsste ich nicht. Zinnbarren. Ich meine, wenn du noch was hast, was hab ich denn jetzt? Eisen? Ich hab 13 Eisenbarren sogar. Habe ich noch irgendwo Erz? Nee. Also ich könnte halt eine Eisenspitzhacke machen. Dann könnte ich. Also ich hab Gold gerade. Ich weiß nicht, wie viel man dafür braucht, aber. Wie Gold? Echt? Wo hast du Gold? Ich hab 7 Gold. Na, das reicht leider nicht. Schade, das wäre natürlich übertrieben gewesen, jetzt. Wer will sich die Kaktusbadewanne? Boah, halt 12 Zinnbarren für eine Zinnspitzhacke, was ist das denn? Ja, deswegen, aber ich könnte mir eine Eisenspitzhacke machen und dir dann die Zinn geben. Dann wären wir beide mal so ein bisschen geupgradet. Oder ein Schwert, wir brauchen eigentlich ein Schwert. Wahrscheinlich am ehesten, ja. Die Eisenspitzhacke wäre auch super. Zinnbreitschwert könnte ich mir machen mit 8 Zinnbarren, aber. Mit 18? Du meinst mit 8? 8 Zinnbarren. Ah, okay. Oh, dann Eisenbogen. Das hört sich irgendwie schlecht an. Ich mache mir jetzt meine Eisenspitzhacke und gebe dir dann meine Zinn, okay? Okay. Dann haben wir beide mal ein Upgrade bekommen. Eif. So. Was kann ich mir jetzt noch machen? Zinnbreitschwert. 9 Nahkampfschaden. 11. Achso, weil ich 10% Schaden habe auf meinem Dings. Eisenbogen? Weil, wieso sollte ein Bogen so verbiegbar sein? Geht schon schneller, oder? Ja. Es ist halt die Frage. Ich mach damit 11. Ich mach mal Zinnbreitschwert. Mal sehen, was ist für eifrig. Ach, mein Gott. Mein anderes ist ja auch besser. Das Mörderische ist schon ziemlich cool. Die Eisenspitzhacke hat gar nichts bekommen. Schade. Das wäre so toll. Gib es mir doch einfach. Ach Mann. Zinn ist übrigens das Gegenstück zu Kupfer, aber Zinn ist leicht besser. Okay. Das heißt, es gibt immer so random die Erzverteilung. Das ist ja auch interessant. Wolframerz. Yes. Oh Gott. Ameisen-Skelett oder was?
Das wäre leicht gruselig. Wo ist es hin? Ah. Au, 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 au. Au, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Nein, ich hab. Spring doch! Mein Gott, was war das? Einen Treffer kann ich noch kassieren. Okay, puh. Was ist denn das da? Oh Gott. Hornissenstatue. Okay. Klingt nicht so gut. Aber das erklärt jetzt natürlich, wenn Zinn das Gegenstück zu Kupfer ist, dann erklärt es, weswegen es so viel Zinn gibt. Wie lange hält der Effekt? Ah, nicht arg lang, okay. Ich geh jetzt auch schlafen. Dir gehört dieser Chat nur ganz allein. Möge dir die großen Dienste in den nächsten 15 Minuten bieten, die es noch relevant sein wird. Okay, danke, dass du dabei warst, Xamarok. Wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht. Mehr Eisen. Also mein Zinnschwert bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Wie viel Schaden macht dein Schwert? Dein Schattenholzschwert? 7. Okay, dann nimm mein Zinnbreitschwert. Nee, 10. Oh. Doch nicht, Mann. Das ist so schrottig. Ist dein Schattenholzschwert auch grün? Grün? Scharf steht hier. Schattenholzschwert und dann dahinter. Und ist der Name Scharf. Grün? Nee. Okay. Meins ist nämlich grün, mörderisch. Das ist gar nicht mal schlecht. Macht halt 11 Schaden. Fackeln. Das nervt mich jetzt echt gerade ein bisschen, dass das Zeug leider erst mit Gold abbaubar ist. Finden wir halt schnell nochmal Gold. Ja. Da in den Krügen. Easy. Wolfram ist das Gegenstück zu Silber. Weswegen haben wir bloß die merkwürdigen Sachen? Wolfram und Zinn. Das ist so merkwürdig. Ich meine, finde ich ja schön, dass es da die Gegenstücke gibt, aber muss das Was sein? Was heißt denn Gegenstück? Ja, es heißt, dass es in einer Welt kann es immer bloß entweder Kupfer oder Zinn geben. Also das sind dann halt die Gegenstücke. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn du Zinn findest, findest du theoretisch Kupfer. Und jedes Mal, wenn du Wolfram findest, findest du eigentlich Silber. Aha. Das ist halt irgendwie so gemacht, dass es halt ein bisschen Abwechslung bietet oder sowas. Oh, da ist ein Haus. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig, weil Asen ist nicht unbedingt Materialien, mit denen man sich Waffen bauen will. B ist es... Du hast zum Glück nicht Blei anstatt Eisen. Aber wir haben Blei schon gefunden, oder? Ja. War es nicht so? Blei habe ich. Das heißt, Blei gibt's auch. Also Blei und Eisen gibt's also dann separat. Hallöchen, Lester. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Und willkommen zu diesem spätabendlichen Stream. Na, Ameisenlöwenläufer, was geht? Scheinbar nicht viel. Oh. Der ist ziemlich auf Krawall gebürstet. Tja, und nun, meine Freunde. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Nein! Ach. Man kann das andere Erz aus Schleim kriegen. Ah, okay. Das ist auch merkwürdig. Zinnerz. Hey. Oh, Sternschnuppe. Na gut. Aber wir kommen da relativ gut voran. Also bis jetzt auf das mit den... Bräuchten halt einfach bessere Waffen, aber mein Schwert ist schon relativ gut. Ja, das kostet schon viel. Ja, vor allem, wie gesagt, mein Schwert ist ja besser als mein Zinnschwert jetzt. Ja, wie auch immer du das Holzschwert bekommen hast, aber... Jedes Mal, wenn du eine Waffe craftest, bekommt sie random Stats drauf. Ja. Und,
Meine Stats sind halt so gut, ich habe halt 10% Schaden drauf bekommen. Deswegen ist mein Holzschwert jetzt so überkrass. Gut, aber mein Holzschwert hast du ja auch irgendwie gebufft. Wie gesagt, das sind random Stats, die du darauf bekommen kannst, sobald du die Waffe craftest. Hm. Und je nachdem, wie gut die dann halt sind. Also du kannst theoretisch 10 Waffen craften und also 10 gleiche Waffen craften und die haben jedes Mal einen anderen Effekt. Das ist immer die Klammer dahinter. Geh jetzt pennen, lass den Stream einfach laufen. Fühlen sie sich geehrt. Gute Nacht wünscht man. Braucht das einfach im Hintergrund. Okay, dann danke, dass du dabei warst und dabei bist. Wünsch dir eine gute Nacht. Der Stream geht aber nicht mehr ganz so lang. Oh Gott, Zombie-Plage. Ah. Ich hab Wolfram gefunden. Ich hab eine Zombie-Plage gefunden. Au. Was ist denn hier los, Freunde? Ich will doch einfach bloß in die Höhle runter. Danke. Na toll, eine Libelle. Und mehr Zombies. Oh nein. Da freut sich jemand. Ja, was? Frank ist nicht abgeprallt, ja, du mich auch spiel. Ich will einfach bloß in diese Höhle runter. Es ist immer Nacht. In diesem Spiel ist es irgendwie immer Nacht. Das ist richtig. Wenigstens regnet es nicht mehr. Es gibt aber auch negative Effekte auf Werkzeuge und Waffen. Ja, weiß ich. Haben wir schon gesehen. Haben wir auf unserem Kupferzeug, zumindest ich. Alter, die Gegner sind 4 Blöcke breit. Und das sind für Fettis, ey. Es wird langsam wieder Tag. Yay. Na toll. Diese Zombies sind aber auch so übertrieben. Es sind so viele von denen überall. Ja. Und diese Augen. Was? Ich stehe hier am Lagerfeuer draußen und werde schon wieder von 3 Zombies und 2 Augen angefallen. Zum Glück sind die nicht ganz so intelligent, aber es ist schon dezent und cool. Ich mache 2 Schaden an dem Ameisenlöwenläufer. 2? Ja, okay. Das Problem ist, du kannst ihn halt nicht stunlocken. Wir bräuchten dringend wieder Pfeile. Stell dir mal ein paar Pfeile her, ich glaube, das hilft da. Ja, ich habe ihn gerade in der Lage, da kann ich nichts machen. Ah, okay. Das dauert halt ein halbes Jahr, bis ich einen Down habe, aber er kann mir keinen Schaden machen. Die Augen haben dich im Blick, definitiv. Oh shit. Was, wenn Zombies nicht auch immer von beiden Seiten kämen, dann wäre das auch gar kein großes Problem. Ich bin gleich wieder tot. Oh, der hat Leben gegeben, sehr schön. Ich bin trotzdem tot. Nein. Ich komme nicht mal dorthin, weißt, das ist halt das. Deswegen, nachts sollte man eigentlich nirgendwo hinlaufen. Ich will da halt auch nicht 10 Stunden lang warten, bis es wieder Tag wird. Ja. Und hier ist ja noch nicht mal so, dass du wirklich deine Sachen, die du gecraftet hast, verlierst. Das ist ja schon mal... Ja, das hätten wir auch noch einstellen können, ne? Achso. Gibt's auch noch eine Option, dass du Beute verlierst. Das ist halt richtig fies. Dann hast du aber auch gar keine Chance mehr. Ich crafte jetzt mal irgendwie eine Rüstung. Kakteenrüstung oder sowas. Ja. Noch 6 Leben der Ameisenlöwenläufer. Kämpfst immer noch gegen 5! 4! Manchmal kriegt man auch mehr Schaden raus, aber irgendwie. Ja, das sind Crits wahrscheinlich. Triple Damage. Holz hat eine Abwehr. Ich glaube, ich habe gar nicht genügend Kaktus, ne. Ich habe nichts genügend, verdammt. Schade. Eisenerz. Hätte ich mehr Kaktus sammeln müssen. Ah, es wird wieder Tag. Ach, Gott sei Dank. Man sieht auch mal wieder was. Vielleicht sollten wir einfach den ganzen Weg bis zu der anderen Höhle mit Dings pflastern. Okay. Ja. Wäre eine Möglichkeit.
Helligkeit. Ja. Dann sieht man wenigstens, wo man hinläuft. Wir können das Ganze natürlich auch unterirdisch angehen. Ach Gott. Ja, das wäre böse, die Items zu verlieren. Ja, dann hast du halt gar keine Chance mehr, das zurückzuholen. Yay, mein Geld. Hä? Nee, es waren 43 Kupfer. Ah, da ist mein Geld. Na, also. Wenigstens das wieder. Die Geier sind so einfach. Weißt du, wieso sind nicht alle Viecher in der Höhlenwüste so einfach? Okay. Zurück in der Höhle. Mehr Kakteen? Wollen wir dann pausieren? Können wir machen. Dann machen wir da Schluss. Ich muss bloß noch... Oh nein. Na, so viel dazu. Da ist ein Ameisenlöwe. Aber ey, ich habe wieder ein paar Bogen, ein paar Pfeile. Löwenläufer oder Löwe? Löwe. Der hat sich in meine Holzblöcke eingenistet. Was ist das Krankes? jetzt muss ich mich hier ein Sniper-Duell mit dem Ameisenlöwen liefern. Hä, wieso treffe ich denn nicht jetzt? Es ist so dumm. Wenn es nicht so witzig wäre, wäre es so dumm. Ey, 23 Silber. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Geld. Ach Gott, wo waren wir denn? Ich will eigentlich noch runter zu dem Haus. Dort können wir dann Schluss machen. Oh nein, guten Tag. Was für ein Haus meinst du? Da irgendwie ganz weiter unten war, ist ein Haus. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich muss mir dringend so viele Pfeile machen. Das ist halt einfach das, was uns fehlt. Holzpfeile? Eisenpfeile? Holzpfeile. Holzpfeile reichen vorerst mal. Eisenpfeile müssen es jetzt nicht sein, aber Hauptsache mal ein bisschen Reichweitenschaden, weil da unten komme ich jetzt schon wieder. Ich komme nicht zu unserem Basecamp. Oh, oh, pass auf. Hast du die Dinger schon gesehen? Nee. Ich glaube, die kommen ab einer gewissen Höhe oder so irgendwas. Graben sich einfach schön durch die Dings. Kannst du aber gut treffen, wenn sie einmal so quer durch die durchgehen. Und so viel Schaden machen sie. Ja, doch schon. Oh Gott. Das war knapp. So viel Schaden machen sie. Fast tot. So, wie komme ich da jetzt runter? Zu meinem Lagerfeuer. Noch schlimmer wäre es, Hardcore zu spielen. Ja, das ist dann halt Blödsinn. Oh, hi. Ich will trotzdem zu meinem Lagerfeuer. Da oben ist halt schon wieder so ein Dings. So ein Vieh. Es ist doch viel zu übertrieben, wenn die immer die ganze Zeit nachspawnen, oder? Ja, schon. Man weiß halt auch nicht, wo die spawnen. Kann man mit den Fackeln alles ausleuchten? Ich glaube, es liegt nicht an den Fackeln. Ich glaube, die spawnen einfach bloß. Ich habe hier mal ein Lagerfeuer hingesetzt. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein! Sozi, nein! Ich komme da aber auch nicht runter. Ich kann nichts machen. Bin ich da unten entlang? Ich glaube schon, ne? 44 Silber liegen da. Die Sache ist nur, wie komme ich die jetzt? Ich kann keine, wie auch immer das möglich sein soll, Hardcore zu spielen. Das ist schon sehr ätzend. Ich muss mir eine Werkbank craften. Anders geht das nicht. Jetzt haben wir halt hier zwei Werkbänke stehen. Ich brauche Pfeile. Falls ich mir überhaupt Pfeile noch machen kann. Oh ja. Ich habe kaum mehr Holz. Kannst du ein bisschen Holz? Okay, ich habe 350 Pfeile. Ich habe nichts gesagt. Woher hast du die Pfeile? Was? Nein, die habe ich gerade gecraftet. Man craftet sich mit einem Holz und mit einem Holz und einem Stein craften mir sich 25 Pfeile. Ich dachte, es ist nur einer. Übrigens, der Ameisenlöwe hatte Angst vor meinem Bogen und ist abgehauen. Kannst du 44 Silber holen dann? Habe ich schon getan. Würde ich mal mit 350 Pfeilen. Die spawnen unendlich nach, ja, so scheint es. Ich treffe halt nichts. Die krabbeln hier überall rum, aber ich treffe nichts. Jetzt. Oh Gott. Macht ja gar keinen Schaden.
Vielleicht habe ich deswegen so viel davon craften können. Na gut. Wobei, ich bin ja gerade voll... Ja, ich bin full life. Jetzt gleich nicht mehr. Es ist so übertrieben. Ich habe ein Gold verloren. Oh, es wird immer schlimmer, was da unten liegt. Oh Gott. Was tust du? Du bist diese irgendwie den ganz falschen Weg. Oh, wir kommen dort nie hin, ne? Jetzt habe ich wenigstens ein paar Pfeile. Ja, das war absehbar. Diese komischen Würmer, ne? Die laufen irgendwelche Wege. Die sind richtig fies. Ob Feuerpfeile bei den mehr bringen? Bestimmt. Ich weiß es nicht. 10 Holzpfeile und eine Fackel geben 10 Flammenpfeile, okay. Oh nein. Okay, weiter. Ich habe jetzt mal ein paar Feuerpfeile. Wobei, wie kann ich die Munition wechseln? Nee. Ach, guck mal. Okay, ich habe 316. Nee, das macht keinen Sinn. Soll ich mal schnell ein OP-Equip joinen? Die Gegner töten? Nee. Nicht nötig. So. Geier macht Feuerpfeile gar nicht so schlecht Schaden. Ja, ich meine, die Geier sind halt auch irgendwelche Low-Bobs. Ja, Schaden machen sie schon gar nicht schlecht. Wir brauchen da dringend mal eine Rüstung. Weißt du, wie viel Abwehr die Kaktusrüstung hatte? Kaktusrüstung? Ich glaube nicht viel. Weißt du, jetzt werde ich wieder von Fliegenfischen verfolgt. Das ist großartig. Ich bin schon wieder am völlig falschen Weg gegangen, kann das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da unten ein Gold von mir liegt. Das würde ich gerne haben. Ja. 23 Silber wieder. Ja. Ist halt die Frage, ob wir hier alles wieder offen machen sollen oder ob wir hier die Wege lassen, wie sie sind. Wege lassen? Wie was meinst du? Also ob wir ein paar Wege miteinander verbinden oder eher nicht. Obwohl der Hintergrund... Sieht nur der Hintergrund so aus, als wäre der nicht verbunden. Ja, ist auch immer gefährlich. Was ist Hintergrund, was ist Vordergrund? Oh nein, das sind schon wieder Libellen und Sandschleime und oh toll. Wo genau bist du überhaupt? Am Anfang der Höhle oben. Kaktus hat, glaube ich, insgesamt 4 Verteidigung. Das heißt auch nicht arg viel besser als Holz. Ich habe dein Gold genommen, ne? Oh, echt? Nice. So. Ich würde aber trotzdem gerne zu einem Haus dort unten. Wäre schon eine schöne Sache. Fliegende Fische. Ja. Ich glaube, die Flammenpfeile gehen schon ab. Oh ja, die zünden sogar die Libellen an. Nice. Oh, dieser scheiß Wurm, ey. Geh doch nur da hoch. Lass mich da einfach hoch. Wie der sich immer dort einnistet, der Ameisenlöwe. Wieso? Ja, also, genau, der Wurm kommt einfach überall hin. Also Feuerpfeile sind richtig cool. Was willst du denn da machen?
Wir müssen halt mit genügend Leben bekämpfen, das ist halt das Einzige. Ja, aber den kannst du ja nicht mal stunlocken. Sobald du einmal draufschlägst, trifft er dich einmal. Ja. Muss ein bisschen ausweichen. Ihm sein. Oh Gott, ja. Jetzt ist Gold natürlich auch wieder weg. Ja, ich wollte gerade sagen, das Gold hast du jetzt verloren, ne? Jo. Ist doof. Und ich komme halt nicht mal mehr in die Höhle rein. Das ist halt das Problem. Ja, da waren auch gar keine Gegner mehr. Doch. Der Wurm, der dich wahrscheinlich gerade getötet hat. Ja, nur das, aber... Ja, bis ich halt dort... neu gespawnt. Bis ich halt dorthin komme, habe ich schon so wenig Leben, weil ich mich durch die ganze Wüste prügeln muss. Ich bin kurz davor, einfach unterirdisch dorthin zu graben. Wäre wahrscheinlich echt am smartesten. Will langsam sogar am schnellsten gehen. Man kann sich sogar Waffen aus Kaktus machen. Ja, aus Kaktus kann man sich so gut wie alles machen. Kaktusschwert. Kaktushelm, ein Abwehr, ja, okay. Da schießt jemand auf mich. Was ist das? Das ist wahrscheinlich ein Ameisenlöwe. Ah ja. Tja, gut, ne? Hilft ja nichts. Behausung, Ausrüstung, oder? Ach, Behausung ist doch dann wahrscheinlich das Aussehen. Ich habe einen Kaktushelm auf. Wie tief bin ich gesunken? So tief, dass du offenbar alles brauchst, was du kriegen kannst. Ja, scheinbar. Ich habe nicht mal mehr genügend Holz für eine Holzrüstung. Ha, ich habe den Ameisenlöwen abgezogen. Yes, Glibber. Okay. Weiterer Versuch, dort hinten hinzugehen. Ich glaube, die eine Verteidigung wird es irgendwie auch nicht reißen. Ich hole mir mal den Baum, dann können die anderen beiden wachsen. Weil so nah einander können die Schamme wirklich nicht wachsen. Mehr Libellen, bitte. Ich will jetzt nur noch probieren, mit dem Gold an die Oberfläche zu kommen. Ja, ich würde das Gold halt auch gerne retten. Sag mir dann immer, wo es ist. Wobei, wie gesagt, ich würde halt ganz gerne das Dings haben. Das Haus sehen. Das war ja mein großes Ziel, aber da kommst du halt einfach nicht mehr ran. Wenn du einmal irgendwelche Gänge gegraben hast, dann ist es so voll von diesen Viechern. Ja. Ich denke schon, dass wir erst stärker werden sollten, bevor wir da jetzt... Behausung gehört nicht zu der Leiste unter den Symbolen. Ah, okay, ja. Jetzt verstehe ich das. Okay, okay. Ich denke, PvP aktiviert. Ich glaube nicht. Dragon kann das nicht mehr deaktivieren. Ah, doch, jetzt. Glück gehabt. Okay, das ist interessant. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich die... Da. Ich sehe total scheiße aus. Passende Kleidung, als ob ich habe doch keine passende Kleidung. Kaktushelm ist doch überhaupt nicht passend. Komm, wir machen mal passende Kleidung draus. So, ich habe jetzt auch die ganzen Sandblöcke von oben geschreddert. Setbund ist eine Abwehr. Wieso habe ich jetzt bloß 3? Ach so, weil die Holzbeinschienen gar keine Dings gäbe. Ach so. Ich sehe total dämlich aus. Kann man das irgendwie deaktivieren, dass man
nur das trägt, aber noch den normalen Skin hat. Au. Nur was trägt? Es geht ja hier in dem Spiel, dass du eine Rüstung anziehen kannst für die Optik und eine für die Werte. Okay. Mhm. Geht es aber, dass ich einmal bloß den normalen Skin habe? Oh Gott. Und dann halt die Rüstung für die Werte. Das wäre ganz cool, weil ich sehe jetzt halt total scheiße aus. Will aber einfach bloß ein bisschen Verteidigung haben. Weil ich nicht weiß, ob das so viel bringt. Ich finde einen Kaktushelm noch sehr ästhetisch. Ja, ich habe jetzt einen Holzhelm genommen, dass es wenigstens passt. Dann bekomme ich wenigstens einen Set-Bonus. Was bist du? Hast du das Gold? Ich bin gleich schon wieder down. Ja, aber du hast das Gold. Ja. Okay. Ja. Mein Campingplatz. Geht nur mit einem bestimmten NPC. Ah, okay. Wieso bekämpfe ich hier eine Armee von Zombies? Frag mich nicht. Die alle immer wieder aus dem Wasser kriechen. Na gut. Selbst am Lagerfeuer braucht man ewig, um sich zu heilen. Ja, ist halt das. Manchmal heilt man sich irgendwie relativ schnell, manchmal sehr langsam. Ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal in die Höhle zurück und... Weißt du was? Bleib mal da oben stehen. Oh Gott, ich sterbe. Ich habe gerechnet, dass mich jemand angreift. Bleib vielleicht nicht dort oben stehen. Ja, du solltest vielleicht auch Wände ziehen, wenn du sowas machst. Das hätte man nämlich schon ewig lange machen sollen. Nimm mein Silber. Nimm mein Kupfer. Oh, was ist denn das? Ein Regenmantel, zwei Abwehr. Wie nice ist das denn? Ja gut, es. Ja. Yeah. Ich meine, ich sehe nicht mehr ganz so scheiße aus. Das Problem ist halt, der Regenmantel killt jetzt meinen Set-Bonus. Das heißt, ich habe jetzt genau die gleiche Abwehr. Ich sehe wenigstens ein bisschen stylisch aus. Du hast ja den 50. Zombie erledigt. Okay. Yeah. Ich sehe schon, du bist ja schon eine Weile am werkeln. Naja, der 50. Server vielleicht auch. Who knows? Au, das war ein bisschen Fallschaden. Ich mach mir nochmal auf den Weg in die Höhle. Ich laufe. Wohin? Nicht in die Höhle, geh nach Hause. Ja, ja. Und leg vielleicht das Geld mal in die Höhle. In die Kiste. Hatte ich vor, ja. Ja, ist gut. Ist langsam mal notwendig. Au. Fessel gewalttätig. Was? Ich habe irgendwas von diesem Zombie bekommen, das macht mir Angst. Oh shit. Oh Moment, shit. Golderz und Goldmünzen sind nicht dasselbe, ne? Nein. Leider nicht. Ich habe eine ganze Zombie-Apokalypse gegen mich. Das sind bestimmt 10 Zombies. Optimal. Und von hinten kommen noch mehr. Lagerfeuer, rette mich. Oh Gott. Ich habe gleich wieder einfach, ja, bestimmt habe ich gleich wieder 10 Silber. Also man kann, Geld kann man schon relativ gut farmen, muss man sagen. Mal so ein Regen-Event abwarten. Ja, komm schon. Ach. Ja. So kommen die Zombies hier einfach in die Wohnung rein. Ich glaube, wir müssen da mal echt eine richtige Wohnung machen. Ich glaube, es liegt auch, kann es am Hintergrund liegen? Muss der Hintergrund irgendwie Holz sein oder sowas? Und der Boden? Könnte sein. Oh nein, ich bin echt an den Zombies gestorben. Aber wie gesagt, es ist halt so lange Nacht. Ja, schon ätzend. Aber du kannst jetzt hier ins Lager kommen, du hast ja nichts mehr. Ja, 10 Silber hatte ich wieder. Das ist das Witzige. Ich höre irgendwas ganz Schlimmes. Also nur ein Zombie? Hat der echt solche Geräusche gemacht? Au. Ist ja gut, ich gehe ja schon, ne? Ich komme ins Lager, es bringt ja nichts. Ach. Na toll, da ist ein Auge. Verschwinde, Auge. Lass mich in Ruhe. So.
Okay. Was habe ich jetzt gefunden? Fessel stachelig. Ausrüstbar, ein Abwehr. 2% Schaden. Was ist das? Okay, ich habe jetzt einfach Fesseln. Kann ich noch mehr fesseln? Nee. Wie wäre das mit 3 Sternschuppen? Kriegt man irgendwas Tolles? Ja. Beim Craften musst du dann ganz runtergehen zu dem blauen Stern Mana-Kristall. 4% Nahkampftempo. Macht das jetzt Schaden? Also mehr Schaden. Weil 2% ist jetzt halt nicht die Welt. Wo stehen meine Stats? Wo sehe ich meine Mana-Kristall. Hey. Yay. Star Power. Wo sehe ich... Oder ändert sich das direkt an der Waffe? Dann wird sich da aber nichts ändern. Ich meine, plus 2% Schaden ist jetzt halt auch nicht die Welt. Dafür brauche ich mir deutlich mehr Schaden, damit das irgendwie zur Geltung kommt. Leere Eimer, ausrüstbar, eine Abwehr. Oh wow, ich habe schon wieder 9 Silbermünzen, das ist so krass. Wo hast du das Geld hin? Das Geld ist da. Da, ja, okay, ich sehe es. Was kann man mit dem Geld machen? Ich glaube nur bei Händlern kaufen. Vorsicht. Da ist ein Regenmantel-Zombie. Ich glaube, die kommen dort rein, weil wir immer noch keine Tür haben. Wir haben halt immer noch bloß diesen Durchfallblock. Ja. Ich mache uns mal eine Tür. Am eine schicke. Da, Schattenholztür. Na also. So, jetzt müssen wir, denke ich, wirklich Schluss machen von meiner Seite aus. Ja, wir machen jetzt auch Schluss. Auch von meiner Seite aus. So, Tür! Yes! Endlich, wir sind sicher in unserer eigenen Wohnung. Wie macht man die auf und zu? Rechtsklick. Wenn man 50 Gegner einer Art tötet, kriegt man von den Gegnern einen Banner, der, wenn platziert, einen Buff um den Banner herum gibt, der den Schaden gegen diesen Gegner erhöht. Es kommt eine Nachricht im Chat. So, wir sollten vielleicht nicht für Zombies die Tür aufmachen. vielleicht. Okay, Zombies können auch so die Tür öffnen. Nein, wir können Zombies durch Türen gehen. Was ist denn das? Gesichtsmonster. Ja, so siehst du aus. So, jetzt hier nicht sterben. Nicht in unserer eigenen Wohnung, na also. Du solltest jetzt einen Banner im Chat Inventar haben. Was sollte ich? Ein Banner. Zombie-Banner? Ja. Damit kannst du den Schaden, wenn du das platzierst, kannst du den Schaden an Zombies erhöhen. Da habe ich was, Oh Gott, da kam eine Dings, glaube ich, rein, eine Donation rein. Meine Güte, es tut mir leid. Mein Dings ist ausgefallen. Muss ich nochmal kurz einsehen. Kann ich den Zombie-Banner hier nirgendwo aufstellen? Geht nicht? Nee. Was zu? Ich hätte gedacht, du hättest nach Metroid aufgehört. Nein. Es hieß doch, dass wir nach Metroid weitermachen mit dem Spezialprojekt. Hier, anonym. Danke für die 5 Euro. Sehr, sehr freundlich von dir. Eine Stunde vergangen. Habe ich leider nicht mitbekommen, weil meine Dings abgeschmiert sind. Aber wie gesagt, vielen Dank. Ich habe zwar auf PayPal theoretisch deinen Namen dann gelesen, aber hier ist anonym. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Du hast einen Zombie-Banner. Yay, das Gesicht des Monsters. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn aufstellt. Das ist so. Rechtsglück. Habe ich ihn jetzt? Ja. Weißt du, ich habe so viel im Inventar. Wenn ich da wüsste, was davon Zombie-Banner ist. Sicher, dass ich das habe. An die Decke. Ah, oder an die Wand, ne? Oder so. Interessant. Hä? Habe ich den wirklich? Müsste. Ich habe einen Wirbel. Ach, da! Jetzt.
Nee, 6. Kann platziert werden. Spieler in der Nähe erhalten einen Bonus gegen Zombie. Ja, guck mal, es wird ja sogar angezeigt, wo du ihn überall hinhängen kannst. Echt? Also bei mir. Auch an die Dings, auch an die Wand theoretisch. Ah, nee. Mhm. Da. Ah ja. Nee, nur an die Decke. Okay, man kann es überall so. Ja, ja, wird ein bisschen gegart. wie groß ist der Radius? Und Greenfire Triple, das war ja das Ding, das war ja die Überraschung, dass wir Terraria spielen. Das ist ja das. Ah. So, jetzt hören wir aber auch auf mit Terraria. Ja. Ich denke, wir haben 3 Stunden haben wir jetzt ja ungefähr gemacht. Wir haben ja schon ein bisschen was erreicht. Wir haben die Materialien gesammelt, um ein Schwert bauen zu können. ich glaube, ich habe ja noch ein bisschen mehr, oder? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr Eisenerz gesammelt. Ja, ich bin mittlerweile ganz gut. Also. Ja, nee, doch nicht. Also wir müssen definitiv mehr unter die Erde, um besser zu werden, das ist so. Ich habe auch gesehen, dass wir die bessere Werkbank oder die schwere Werkbank craften können. Das ist dann der nächste Schritt, glaube ich, unserer Forschung. Kaktuswerkbank. Ja, genau. Kaktuswerkbank. ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, ist kein schlechtes Spiel. Mhm. Und mal schauen, wann wir es nochmal machen. Es wird jetzt nicht jede Woche Terraria kommen, keine Sorge. Aber glaubst du, soweit, wie man sehen kann? Oh, das wäre krass. Aber ja, in Zukunft wird bestimmt nochmal ab und zu ein Terraria-Stream kommen. Vielleicht streamt der Sozi dann auch mit. Wie gesagt, wäre eine Möglichkeit. Absolut. Dass ihr dann von beiden Seiten ein bisschen was seht, weil wir haben uns ja schon ab und zu ein bisschen getrennt, vor allem wenn man dann halt stirbt, also der eine und der andere nicht. Dann sieht man da beide Seiten. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft. Und ja, damit machen wir aber erstmal Schluss für heute, weil es ist spät. Wir haben heute schon einiges erreicht. Wir haben Federation Force heute durchgespielt. Yay. Ja, sehr spät. Ich bin auch wirklich nicht mehr aufnahmefähig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, deswegen. Ich bin auf Federation Force auch nur eingeschränkt. Aber jetzt ist echt. Ja, jetzt ist vorbei. Wie gesagt, jetzt machen wir aber auch Schluss. Das war, ich glaube, die Wüste war jetzt halt auch sehr anstrengend. Ja. Das ist das. Immer wieder hin und zurück. Ja, wären wir einfach bloß in unserem Gebiet geblieben, dann wäre das, glaube ich, auch nicht ganz so heftig gewesen. Das kann gut sein. Hey, lass mal in die Wüste gehen, ist bestimmt einfacher als unter der Erde. No. Ja, wir wollten ja bloß ein bisschen was Tolles finden, aber ja, hat nicht so gut funktioniert. Also wir haben tolles Zeug gefunden, nur unter welchem Preis, so kann man sagen. Wie immer habe ich das Gefühl, wenn du unter der Erde bist, bringt sie viel mehr, als wenn du irgendwie über der Erde irgendeinen Kack machst. Ja, ich meine, es gibt tolle Sachen zu finden, wenn ich das so richtig weiß, auch überirdisch. Aber ja, wir sind halt echt an einem blöden Gebiet gekommen. Das ist von der Wüste, also von 2 hochleveligen Gebieten umzingelt zu sein, das ist halt echt fies. Na gut, schauen wir mal, wie wir uns das dann das nächste Mal irgendwie einfacher gestalten können. Vielleicht finden wir doch ein bisschen Eisenerz unter uns. Ja. Yeah. Ich bin mal gespannt.